Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seven Days to Die. An der Synchronisation arbeiten wir noch. Plan. Ja, wir haben jetzt eigentlich nicht viel, was wir machen können. Die Schmiede können wir nicht bauen. Aber ich kann mal Holz in den Ofen schmeißen. Da. Ich genehmige mir ein bisschen Wut. Hallo! Alter, ich hätte es auf den Kopf kriegen können. Ja, du hängst mit dem Oberkörper drin. Ja, the next Uri Geller. Hier, lass dir mal vom Arzt deine Pilze da entfernen, ja? Ja, bitte? So, wir sind noch gar keine Bros. Nö. Nein, 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 Jasmin. Ich will das heute nicht. Na gut, aber nur weil du so trötest. Mach mal Verbündete auch. Aha. Müssen wir denn verbündet sein? Ja. Toll, was sollen meine Freunde jetzt von mir denken? Nur keine. Ach, das macht die Sache leichter. Hab ich ein Glück. So. Baublöcke brauchen wir 1, 2, 3, eine Menge, ne? Okay. Mich hat irgendwas gestochen. Alter, Whisky. Eine Hornisse. Ja. Genau. Zwei Hornisse. Eine Hornisse. Oh oh. 22 Uhr. Geisterstunde. Boah, ey, wie lange brauchen wir das? Nee, warte. Irgendwie stehen die Bäume hier ganz schön doof. Ich sehe nichts. Ich sehe den Berg an Gefahren nicht, der vor mir steht. Ja. Aber wie, dass die hier nicht immer kaputt hauen, weil die so dumm sind und hier. Oh mein Gott. Da müssen wir irgendwie was dran machen. Aber wie? Ich copy-shape das mal. Wäre das schon eine Option? Oh. Oder eher so. Aber eher so haut ja denn von der Seite hier. Und wenn wir hier wieder eine Treppe hinmachen, dann kloppen die ja da wieder gegen. Außer wir nehmen hier ein bisschen Boden weg, ne? Würde das gehen? Ist da irgendwo ein Zombie? Nein. Scheiße. Mist, meine ich. Jasmin, bitte. Ja, ich wollte mich in den Tod stürzen, aber irgendwie, ich laufe jetzt hier einfach mal. Du gehst dir sofort den Mund mit Kernseife auswaschen. Ja. Hast du gehört, junges Fräulein? Nein. Diese Schandwörter will ich hier nicht hören. Mhm.
nimm dir mal ein Beispiel. Meine Artikulationsweise, ja? Das ist wirklich besser. So, da ist was? Ja. Fuck. Dauert ja ewig, bis sie hier Löffel abgibt, ey. Die soll ja auch keinen Löffel abgeben. So, wenn wir den jetzt noch hier drunter setzen. Aber hier geht. Hier geht nicht. Ich muss die davon irgendwie abbringen. Nein, muss nicht. Was willst du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Boden hat 1500 HP. Das ist einfach zu viel für mich mit meiner kleinen Steinaxt. So, ich hab mal gucken. Nee, doch nicht. Das geht ganz schön auf den Damage, ne? Ja, geht das auf den Damage. Ah, das wirkt alles nicht, Jasmin. Mhm. Haben wir denn schon Essen für mich fertig? Hä, da ist doch Fleisch drin gewesen von gestern noch. Ja, das ist von gestern. Das alte Zeug kannst du selber essen. Bäh. Froh, dass du überhaupt was kriegst. Klopf, klopf. Ey, du machst sie kaputt. darf ich... Klopf, klopf. Mach die heile. Jasmin? Ja. Darf ich eintreten? Schön hast es hier. Das Feuer eigentlich angemacht. Weil dein Fleisch noch nicht fertig war. Klar war das fertig. Nein. Nee. Na denn. Wir bräuchten mal das Gitter, dann können wir das gegrillte Fleisch machen, ne? Disto. Okay, Jasmin, ich hol's. Aber wir brauchen dafür. Ach, warte mal. Zack. Oh, diese Kisten beschriften wäre schon ein bisschen besser, ne? Ja gut, die kleinen kannst du nicht beschriften. Ich sollte mir vielleicht Licht mitnehmen. Brauchst du die Fackel? So kann ich das nicht kochen. Kann ich nicht kochen. Nicht über erforderliche Werkzeuge, um dieses zu... Wegen dem gegrillten Fleisch? Ja. Ja, wir brauchen das Grillrost, was wir zurückgelassen haben. Ich dachte, das wäre schon. Nee. Ja, dann geh mal holen. Ich habe gerade vergessen, aus welcher Richtung wir gekommen sind. Da, ne? Da hinten irgendwo. Dass du so mutig bist bei Nacht, ey. Oder dumm. Ja, beides. Dumm. Hauptsächlich dumm. Na, ich würde glaube ich auch lassen.
Der hatte keine leuchtenden Augen. Alles gut. Du, ich hab Josef getroffen, Jasmin. Hm. Der ist schon wieder besoffen durch den Gartenzaun vom Nachbarn gefallen. Mensch, das ja. wird aber teuer. Tja, der sollte mal das Bechern sein lassen, du. Das bekommt ihm nicht. Okay, zu viel Action. Jasmin, ich komm zurück. Ich hab doch gesagt, dass das bei Nacht nicht so... Da war Schwester Inge. Ruhig. Oh, ich bin so fett. Hi, Jasmin, ja, alles klar. Warst du jetzt eigentlich hier mal ganz unten? Ja, da bin ich schon einmal durchgegangen. Also ist alles weg? Ja, das habe ich gelootet. Nein, ich meine an Zombies. Ja, eigentlich schon. Ja gut, ich weiß nicht, ob die respawned sind, ne? Ja, aber erstmal ist weg. Okay, also bei Nacht wäre das tatsächlich ein bisschen weit, aber wir haben hier gleich einen Teich um die Ecke. Ja? Wasser, wir brauchen Water. Ja, aber wir können kein Wasser schöpfen. Es gibt ja keine leeren Gläser mehr. Verdammte Apokalypse, die Glasindustrie hat geschlossen. Wie soll man das denn sonst machen? Einen Eimer kaufen? Den kannst du doch auch nicht abfüllen. Doch. Klar, da habe ich doch den See bei uns gemacht. Achso, geht alles gut da? Bist du oben oder draußen? Haben wir noch Honig? Draußen bist du. Wie zu Hause, der lässt überall die Türen auf. Hier sind überall Zombies. Ja, deswegen bin ich drinne. Kommt schon wieder zwei. Ah, die sind gut. Ich kann was testen. Hm. Wenn die nicht mal durch meine Spikes draufgehen. Ah, nee. Das war eine gute Idee von dir. Die Spikes? Mir auch, ne? Aber das funktioniert nicht, weil die sehen das nicht als Weg an. Warte mal, Jasmin. Warte mal. Ich warte, wo soll ich sonst hinlaufen? Ich weiß jetzt nicht. Ja gut, ich brauche noch. Ich habe hier ein bisschen dicht angebaut, oder? Ich habe von da gezählt und nicht von hier. Wundert mich jetzt nicht. Naja, wie dem auch sei, ne? Das wird auch schon seinen Zweck erfüllen. Geht da eine Treppe eigentlich runter nach unten? Oder wie bist du da runtergekommen? Ich bin durch das Loch im Fahrstuhl. Boah, ne. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Ich hab mich hochgebaut. Aber so weit wirst du auch gedacht haben, du hast bestimmt Holz in der Tasche. Ich weiß ja nicht, Patrick. Das sind nur drei Block. Nee. Da gehe ich nicht rein. Habe ich Angst. Ich wollte nur gucken, ob du was Cooles verpasst hast da. Hm. Weil manchmal siehst du ja manche Sachen nicht. Bitte? Ja, das Mima nennt mich auch Adlerauge Klaus, ja? Okay, aber... Eisenblick Jochen.
auch nicht. Maulwurf Patrick. Mhm. Aha, siehst du, da haben wir es doch wieder. Ah, ey, die haben ein scharfes Auge, wie ein Maulwurf. Baum, Baum. Boom. Boom. So, Liebste, ich habe wieder ein bisschen Holz gesammelt. Also trübes Wasser brauchen wir viel. Ja, das kannst du kaufen oder looten. Mhm. So, wenn wir jetzt den noch... Weiß nicht, bin mir doch noch ein bisschen unschlüssig. Aber das hier soll ja eigentlich nur das Provisorium werden, ne? Von daher ist eigentlich egal. Keine Ahnung, mir gefällt es hier eigentlich ganz gut. Was? Ja. Hehehe, Trottel. Wie kann man nur so dumm sein? Er ist in die Holzstachel fallen gelaufen, Jasmin. Sie. Hm. Holzstachelfalle. Ich habe schon wieder kein Holz. Ich schon mal ein Holz. Warte. Geht nicht. Geht ja wohl. So, ich hol mal das Grillrost, wa? Hm? Versuch Nummer 3, infiziert bin ich sowieso schon. Kann man hier jetzt lang gehen? Warum ist das da unten? Was ist das da unten? Was denn? Warum ist das da lila? Wo denn? Geht runter. Achso, das weiß ich nicht. Hä? Du hast doch hier gerade gebaut. Ja, das ist korrekt. Ja, was ist denn das? Weiß ich nicht. Hä? Die Neonreklame? Wahrscheinlich. Was? Was? Neonreklame? Warum das denn? Sonst wissen die Zombies doch bei Blutmond gar nicht, wo die hinlaufen müssen. Jasmin, du stellst vielleicht aber auch blöde Fragen. Alles aus Holz, ey. Beste. Hält doch eh nicht. Ja, du kannst ja aus Stein schon mal Pflasterstein machen, damit wir aufwerten können ein bisschen. Nö. Oder nicht, oder nicht? Wo waren das unten Stein, ne? Ja. Irgendwie finde ich das gar nicht so cool, hier so durch die Stadt zu laufen. Ich bin jetzt auch so weit weg von zu Hause. Also viel Stein haben wir aber gar nicht. Ich arbeite dran. 66. Würde hier unten gerne auch zumachen, die Tore. Vor den Toren kannst du, also du kannst nicht bündig an die Tore bauen. Ja, egal, ich will aber da trotzdem was vormachen. Okay. Weil das ist, ich glaube, die kommen da irgendwann durch. Die Tore sind aber stabiler als unsere Wände, also würde ich eher die Wände... Hm.
Da war ja was mit dem Polizeiauto, ne? Ja. Ich bin da gerade in der Nähe. Naja. Ja. Ist ja auch dein Verschulden. Du hast es kaputt gemacht. Mhm. Wärst du mit Fingerspitzengefühl da rangegangen, ja? Dann wäre die Alarmanlage gar nicht erst losgegangen. Genau. Jetzt brauche ich ja Lem. Und dann muss ich bei Tag mal anfangen hier, ey. Oh. Hol uns noch mal ein paar Eier, ne? So, Lehm haben wir jetzt auch nicht viel. Lehm und Stein. Müssen wir denn sammeln, wenn es hell ist? Ja. Ach, ich habe die falschen Blöcke gebaut. Hab mich gerade gewundert, warum das so teuer ist. So, dann komm mal da. Boah. So, ich habe jetzt 131 Pflastersteine. Okay, ich habe das Grillross. Ich muss es ja nur wieder nach Hause schaffen. Ja, mach hinne. Hoppi galoppi. Ich wollte den Schlafsack anzünden, aber es funktioniert nicht. Festival ist vorbei. Das hat man mit Zelten immer gemacht. Ja, ich kenne einen, der hat sein Zelt angezündet, weil er dachte, es ist vorbei. Das Ding ging noch 2 Tage. Du? Nee. Nee, nee, ich war das nicht. Würde ich jetzt auch sagen. Nee, ich war das wirklich nicht. Ich war das wirklich nicht. Kumpel von mir, der war so besoffen. Er hat gedacht, das ist, Festival ist zu Ende, hat sein Zelt angezündet und hat dann feststellen müssen, dass das Ding noch 2 Tage ging. Hm. Das ist doof gelaufen, ne? Ja, ne. Ach, ja. Ach, ja. So, ein Baum, 2 Baum. Aber war ja wahrscheinlich im Sommer, dann geht das immer noch. Ja, ja. Ich wollte irgendwas machen, was wollte ich jetzt machen? Im Winter zelten ist aber viel geiler. Ich mag die Herausforderung. Genau, Ostbeule. Meistens schlafe ich dann im T-Shirt. Mhm, Nummer 5. Das war aber eine schwere Geburt hier, Jasmin. Das war eine schwere Geburt, sag ich dir. Da kannst du nicht mitreden, aber das war schon hart. Mhm. So, jetzt muss ich nur wieder einen sicheren Weg nach Hause finden. Eben bin ich. Ich versuche mal den gleichen zurückzugehen. Bei Gelegenheit solltest du noch mal zum Polizeiauto gehen und die Sirene abschalten. Das kannst du ja machen, du bist ja schon da. Nee. Ich bin ganz. Andere Ende der Map bin ich, Jasmin. Mhm. Ganz weit weg. Ja, Patrick. Ob deswegen hier keine Zombies sind gerade? Dass die alle sich am Auto tummeln? Ist das hier alles Holz oder kann man das wegkloppen? Also so eine Verkleidung nur? Beim Dach? Schräge? Holz? Da sind dahinter noch Holzblöcke oder? Nein, das ist nur die Schräge. Ist das Dach offen dann? Ja. Ja?
Schwalbe? Weiß ich. Mhm. Woher? Das sind die Formen, die Bauformen, die schrägen. Nein, das sind Holzdinger. Also sieht aus wie. Nee, stimmt. Ach so, das meinst du? Ja, ja, nee, nee. Das sind alles viereckige Holzkästen. Hinter. Ja, genau. Also wenn ich die wegkloppe, sind da noch Holzkisten. Genau, also deswegen haben wir so ein kantiges Dach. Mhm. Deswegen haben wir ja so ein Minecraft-Dach, ne? Mhm. Die haben erst die Schrägen gebaut, innen drinne, und dann haben sie viereckige Blöcke oben drauf gesetzt. Das ist meins. Arsch, ey. Was denn? Krieg ich das nicht besser hin? Ich kann das nicht. Da gebe ich dir mal recht und dann ist auch wieder verkehrt. Ich meine von innen. Von innen, das sind Schrägen einfach nur. Ja, aber wenn ich die wegkloppe, ist dahinter... Was ist das? Der Himmel. Okay. Ich dachte, da wären Blöcke. Na. Hey, Freundchen, das ist Privateigentum. Es gibt's oft die Mütze. Hm, wer ist hier die Leberwurst? Wer ist hier die Leberwurst? Entschuldigung. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Siehst du, da sind Holzblöcke hinter, du Ascho, ey. Ach, das Ding meinst du? Ja, da siehst du doch, dass da Holzblöcke dahinter sind. Ich frag das doch die ganze Zeit hier an den ganzen Schrägen. Kann man das doch höher? Hier hinter ist Himmel. Größer machen. Hier hinter ist aber Himmel. Ja, aber dann kann man das doch hier ein bisschen größer machen, wenn ich das weghaue, oder nicht? Oder bricht das dann zusammen? Das ist, glaube ich, nur der hier, ne? Den du wegnehmen kannst. Hier ist dahinter, glaube ich. Den will ich ja lassen, ich will nur hier. Ja, ja, die kannst du weghauen. Dahinter müsste Himmel sein, eigentlich. Hier? Denke ich mal. Wenn ich setze. Nee, den lass mal! Oh. Jetzt bin ich überrascht. Wie dick ist denn hier die Schräge? Ja. Hast du doch von der Seite gerade gesehen. Ey, dann kannst du den hier auch weghauen. Mann, lass das doch mal. Aber wegen Platz. Geh doch mal. Alter, der will mich doch rollen, ey. Lass. Patrick Willis. Hör auf damit. Du machst das nur kaputt, dann stürzt das hier ein. Nein. Jasmin, vertrau mir. Ja, sicher. Nö. Nö. Ich habe noch mal einen Kochtopf mitgebracht. Jetzt haben wir drei an der Zahl. Eier. Trübes Wasser. Kann ich ja gleich abkochen. Gammelfleisch. Ich hab Schiss, dass das hier, Nein. Runterkommt. Ivo. Hm. Bitte. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was du da von dir gibst. La 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 la. Ach ja. Jo, dann wollen wir einmal wieder auffrischen hier. Und zwar die Holzstachelfalle.
Und Baublöcke brauchen wir gleich noch. Oh, das waren drei. So. Eins, zwei, drei, vier. So, Wunderbärchen. Jetzt brauchen wir einmal eine Ecke. So. Ach nee. Das wollten wir ja auch. Haha, du hast es kaputt gemacht. Bräuchte mal einen Stein. Hier ist jetzt offen. Toll. Da, da, da. Bin mir nicht ganz sicher, ob das reicht, aber... Mir warm. So. Wobei. Das haben wir. Würde es auch gehen, wenn wir hier. Ja, das gefällt mir nicht so. Hallo. Ach, komm wieder. Das würde auch bedeuten, ich kann die nicht verbinden. Ei? Ich sehe gar nichts. Ist das hier auch schräg? Kann ich das auch noch wegknallen hier? Ja, warte. Hier? Ja, ne? Die zwei? Dann kann ich hier nämlich einmal hochbauen. Welchen willst du jetzt wegmachen? Die hier. Den und den. Ja, klar. Kannst du doch denn so eine gerade Wand ziehen wieder? Ja, aber musst mir nur helfen beim Dach dann. Wie man das machen kann. Ach so, wegen des Schrägen? Mhm. Also theoretisch. Aber hier kommen die ja wieder hoch, ne? Weil wenn wir den jetzt noch weiter vor, wenn wir hier so einen richtigen Keil hinziehen.
Cool. Also habe ich wieder kein Holz zum Aufwerten. Den. Also jetzt nur so theoretisch. Also ich versuche mal erstmal unser Haus hier ein bisschen sicher zu machen für Blutmond. Ich glaube, das ist eigentlich recht sicher. Ja, jetzt nicht mehr. Hey. Ja gut, wegen der Vögel, ne? Ja. Holz, ey. Ja, ich brauche auch nochmal Holz. Ich will nochmal was ausprobieren und nach dem Blutmond werden wir sehen, welche Seite besser funktioniert. Oder ob beides Kacke ist. Hier muss auch noch einer weg. Mich würde nämlich interessieren, ob die hier an der Ecke überhaupt beigehen. Weil die... Oder ob die sagen, diese Ecke hier ist wunderbar. Ich kann hier toll dran langlaufen. Ich müsste ja nur aufpassen, dass die hier nicht drauf fallen und dann... Haben wir den Salat? Dann wird das oben auch wieder so breit, ne? Ich kann hier leider kein Dreieck setzen, dass die Schräge jetzt so noch... Oder? Haben wir eine dreieckige Schräge? Jasmin. Aber welche könnte? Da passt der Winkel nicht. Da passt der Winkel nicht. Also nicht Eck, sondern... Hm.
Nee. Ich glaube, das, was ich suche, gibt es in der Bauform leider nicht. Das ist die normale Rampe. Ich muss ja denn einen Überstand haben. Also doch die normale Rampe. Mir ist das Holz ausgegangen, Jasmin. Hm. Oh. Sachen wegbringen. Ich kann mein Buch suchen, damit wir die Schmiede bauen können. So, alles, was ich nicht brauche, raus. Der Rest kann bleiben. So, wo waren wir denn noch nicht, Jasmin? Hm. Ich hab, muss ich einhören. Hier hatte ich irgendwo noch so eine Pass-and-Gash-Station gesehen. Oh. Essen hast du jetzt nicht weiter fertig, ne? Nö. Shit. Warum? Ich habe ziemlichen Hunger. Hey, da war doch noch Fleisch drin. Ja, ich gehe mal in die Tankstelle gucken. Hey, da war doch noch Fleisch drin. Ja, ich gehe mal in die Tankstelle gucken. Ah, geh doch. Was sagt man dazu? Hä? Ein Sandwich. Da wurde auch erst einmal abgebissen. Hm. 30.000. Wir hätten vielleicht eine Tankstelle uns einnisten sollen. Surprise, motherfucker. Irgendwie kann ich nie das bauen, was ich brauche. Wir brauchen mal Licht. Da ist das Loch. Der brennt gar nicht. Hier, willst du nicht weglaufen? Mach mal die Tür auf. Oh oh. Ein offenes Feuer an einer Tankstelle. Das ist nicht gut, Jasmin.
Aha! Oh, Level up. So, wie kommen wir hier denn am besten rein, ne? Entschuldigung, ich will nur einmal mich hier so ein bisschen umschauen, ja? Also ich habe keine Frage bis jetzt. Ich finde alleine zurecht. So. Ich hab noch nie... Was ist das für ein Laden? Jasmin, die Verkäufer sind aufdringlich. Nein! Mhm. Ich bin bestimmt kaufen. Bei diesem Schuhverkäufer da. Der denkt bestimmt, ich klau hier, weißt du? Deswegen ist er mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. An der Tankstelle gibt es auch einen unterirdischen Tunnel. Das kam überraschend. So. Ach, oh Gott, ich dachte, ihr seid Tote. Tote. Ich bin gerade über... Ich bin gerade über zwei Zombies rübergelaufen. Weil ich dachte, dass die schon tot sind. Oh, komm mal her, mein Kleiner. Weini. Ja, Weini. Oh. So, was haben wir denn hier Feines? Tech Junkie. Aufgeladener Schlag. Diese Technik bietet eine Chance von 25% für gewöhnliche und eine Chance von 50% für kräftige Angriffe, Schockstäbe sofort aufzuladen. Ja, ich habe einen Schockstab, aber ich habe den nicht mit. So. Ja gut, die Karre, die war schon weitestgehend ausgeschlachtet. Mein Gott. Trage. So, dann wollen wir einmal herumstöbern. Ein Sporttrink. Oh. Und trübes Wasser. Irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem ich angefangen habe, Punkte zu investieren, wird mein Loot schlechter. 196 Chitrons, Jasmin. Ja. Hast du da überhaupt richtig zugehört? Ey. Okay. 196. Ich bin jetzt ein reicher Mann in der Apokalypse. Was? Alles gut. Und ich habe Kartoffelsamen. Das ist gut. Ja. So was passiert, wenn man looten geht, Jasmin. Ja. Ich will... Nein. Ich will dir ja nicht schlecht reden. Oder es dir vorhalten. Ich wollte es nur erwähnt haben. Und Blaubeersamen. So, dann geh ich schon mal in den Tunnel, wa? Oh, Jasmin. Ich bin in der nächsten Folge im Tunnel. Ja? Ja. Ich habe wieder nicht auf die Zeit geachtet. Es kann auch mir mal passieren, Jasmin. Es kann auch mir mal passieren. Das mal war's von. Heute. Ja, mal. Das war's heute auf jeden Fall von uns. Schaltet morgen gern wieder ein. Wir sind wieder da. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss. Ich hab grad voll gestammelt, hast gemerkt. Ja.